Leute, was geht ab? Liebe Grüße aus Singapur. Hier ist jetzt gerade Tag 2, also Mittag ungefähr. Und wir sind ja gestern hier angekommen. Und ich will euch mal so ein bisschen erzählen, was gestern so passiert ist. Ich hoffe, ihr hört das wegen dem Wind. Und hier war noch so ein Sky Lounge Dach. Da war ein Club und Bombenstimmung. Schon coole Leute kennengelernt und es war wirklich, die Leute hier sind sehr offen, muss man sagen. Es war wirklich ein toller Abend. Ja Mann, jetzt erstmal ein bisschen relaxen, entspannen von gestern. Und dann wird gleich die Stadt ein bisschen besichtigt. Mal gucken, was heute Abend noch so geht. Und ja Mann. Zum Marina Bay Sands zu fahren. Lass einfach mal hier vorbeigucken. Clever durchdacht, kann man sich direkt die Hände waschen. Nach dem Essen. Das ist gut. Desinfizieren. Geil. Ich muss auf jeden Fall probieren. Es schmeckt mega nice, also meiner Meinung nach mega nice. Ist das kalt oder? Und es ist kalt. Wobei die sind halt auch mega nice. Wir gönnen uns jetzt eins von denen. Wollt ihr noch irgendwas dazu haben oder erstmal einfach das zum probieren, auf die Hand, ne? Ja, ja. Okay, das hat dreimal die. Algen, lecker, kross und knackig. Ja, man muss eine Algen nehmen. Wie Chips. Und Algen mit Käsegeschmack. Boah Leute, es gibt hier teilweise echt Sachen, die Geschmäcker kennt man einfach nicht. Also das ist wirklich was ganz Neues. Echt mega lecker. Das ist hier, ich glaube Tee. Erklär mal, was genau ist das? Tee mit... Tee. Ich habe ehrlich gesagt nicht so genau, also ich weiß nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall ist es Green Tea, schmeckt auf jeden Fall Hammer. Wenn ihr hier seid, gönnt euch das auf jeden Fall. Alter, Digga, das ist dein Account. Oha. Ginger Beer. Hi. It's actually a sign of spiritual health and it's also a sign of physical health. 其实饥渴在自然健康是一个记号，对于属灵的健康也。 In City Harvest Church, we always enjoy the abundant presence of God. 在晨风教会，我们一直享受上帝极丰盛的同在。 Jo, also das, was ihr gerade gesehen habt, war tatsächlich eine Kirche, also riesengroß. Kennt man so gar nicht bei uns. Und ja, es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was für ein Riesen-Event aus dem Gottesdienst hier gemacht wird. Und das Ganze findet hier in so einer riesen Mall statt, also wo ich hier die ganze Zeit auch schon rumlaufen bin. Sebi, ohne Scheiß, oder? Mega.
was denkst du, was du dir holst? Ich probiere jetzt alle. Can I try cream caramel? Was sagt der Taste? Was sagt der Geschmack? Wow, auch geil, auch geil. Digga, was schmeckt richtig geil. Oder? Nimm mal einen Anblick so, warte, ich mach mal einen Spaß. Can I try my chocolate? Ist ja was drin, oder? Nee. Ja, okay, ich bin satt, wir können gehen. You are an expert in driving. Oh, same thing. I've been driving about 20 over years. Because Singapore is an island. Yeah. And the word Singapore is originated from a Malay word called Singapura. And Singapura, Singa means lion. So lion. Lion. Ah, okay. So we are called actually a lion city, Singapore. So the word Singapura is. So lion is the sign for Singapore. So the symbol. We are. Thank you. Bye.